Das Leben und das traurige Ende von Schlitze, Star in Freaks 1932. Schlitze war ein Nebendarsteller, der mit Mikrozephalie geboren wurde, einer neurologischen Entwicklungsstörung, die ihn mit einem ungewöhnlich kleinen Gehirn und einem spitzen Schädel, einer kleinen Statur, Kurzsichtigkeit und mäßiger bis schwerer geistiger Behinderung zurückließ. Schlitzes richtiger Name, Geburtsdatum und Geburtsort wird nie wirklich bekannt sein, aber laut seiner Sterbeurkunde und seiner Grabstätte wurde er am 10. September 1901 in der Bronx, New York, geboren und sein angeblicher Geburtsname war Simon Metz. Er war auch als The Monkey Girl und The What Is It? bekannt, und in einigen Nebenshows wurde er mit anderen Mikrozephalen gepaart. Entsprechend der damals üblichen Praxis des Karnevalsgeschäfts ist davon auszugehen, dass Schlitze von seinen Eltern entweder geschenkt oder gekauft wurde und seine Vormunde in der Regel seine Arbeitgeber waren. Die Verantwortung neigte dazu, den Besitzer zu wechseln, da verschiedene Karnevale unterschiedliche Attraktionen tauschten, aber die meisten Berichte geben an, dass er während seiner gesamten Karriere weithin bekannt, gut gepflegt und liebevoll behandelt wurde. Es hieß, Schlitze habe den Verstand eines 3- oder 4-Jährigen. Er war nicht in der Lage, sich voll und ganz um sich selbst zu kümmern und konnte nur wenige Sätze in einsilbigen Wörtern sprechen. Aber er konnte einfache Aufgaben ausführen. Es wird angenommen, dass er aufgrund seiner sehr schnellen Reaktionszeit und seiner Fähigkeit zur Nachahmung das meiste von dem, was ihm gesagt wurde, verstehen konnte. Diejenigen, die Schlitze kannten, beschrieben ihn als liebevoll, überschwänglich und gesellig, der es liebte zu tanzen, zu singen und im Mittelpunkt zu stehen, und er würde für jeden auftreten, mit dem er innehalten und sprechen konnte. Er war oft in einem locker sitzenden Kleid oder Kittel gekleidet, und die meisten Quellen sagen, dass seine Harninkontinenz das Tragen einer Windel notwendig machte. Kleider waren praktischer für seine Pflege, aber einige, die ihn kannten, berichten, dass er erst später im Leben Inkontinenz bekam. Schlitze wurde entweder als weiblich oder androgyn dargestellt, um die Mystik seines ungewöhnlichen Aussehens zu verstärken, aber seine Freunde verwendeten sowohl männliche als auch weibliche Pronomen, wenn sie ihn ansprachen. Die Sideshow-Runde war für Schlitze ein voller Erfolg. Er trat in den 1920er und 1930er Jahren mit vielen gehobenen Zirkussen auf, darunter Ringling Bros und Barnum und Bailey, Clyde's Beatty Circus, Tom Mix Circus, West Coast Shows, Kraft's 20 Big Shows, Ventin und Lee Circus Sideshows und Foley und Burke Carnival. Sein Filmdebüt gab er in The Sideshow, 1928, einem Drama, das im Zirkus spielt, das eine Vielzahl von tatsächlichen Nebendarstellern zeigte. 1932 bekam Schlitze seine berühmteste Rolle in Todd Brownings legendärem Horrorfilm Freaks, 1932, der ebenfalls in einem Karneval spielte und eine Reihe echter Nebenschauplätze enthielt. Zusammen mit Elvira und Jenny Lee Snow teilte er eine Szene mit Frozo, die ihr Kleid beglückwünscht und ihr anbietet, einen neuen Hut mit einer langen Feder zu kaufen. Meistens sind Schlitzes Zeilen Kauderwelsch, aber er liebte es, neue Kleider und Hüte zu tragen, mit Saiteninstrumenten zu spielen und Karten und Brettspiele zu genießen. Er brachte sich auch selbst bei, den Ton der Stimme des Regisseurs Todd Browning zu imitieren. Im selben Jahr trat er auch in Island of Lost Souls, 1932, als pelziges Tier auf, obwohl umstritten ist, ob der Darsteller tatsächlich Schlitze oder ein Doppelgänger war. Während Schlitze 1935 mit dem Tom Mix Circus auftrat, adoptierte ihn George Surtees, ein Schimpansentrainer mit eigenem Act in der Show, und wurde sein gesetzlicher Vormund. Schlitzes Nachname wurde in Surtees geändert, und seine letzte Filmrolle war als Nebendarstellerin, Prinzessin Bibi, in Meet Boston Blackie, 1941. Schlitze trat weiterhin in der Nebenschau auf, aber nach dem Tod von George Surtees im Jahr 1965 übergab seine Tochter Schlitze in ein Bezirkskrankenhaus von Los Angeles. Dort blieb er einige Zeit, bis er von Bill Unks erkannt wurde, einem Zirkusschwertschlucker, der in der Nebensaison zufällig im Krankenhaus arbeitete. Laut Unks schien Schlitze traurig und deprimiert zu sein. Er vermisste es, abseits der Öffentlichkeit und der Anbetung der Menge zu sein.
die Krankenhausbehörden entschieden, dass die beste Versorgung für Schlitze darin bestehen würde, ihn zu einer Station von Bill Ungs Arbeitgeber, dem kanadischen Schausteller Sam Alexander, zu machen, und er kehrte sofort zur Nebenschau zurück, wo er bis 1968 blieb. In seinen späteren Jahren lebte Schlitze in Los Angeles, trat gelegentlich auf verschiedenen lokalen und internationalen Sideshow-Circuits auf und trat häufig auf Hawaii und London auf. Sein letzter großer Auftritt war 1968 beim Dobridge International Circus in der Los Angeles Sports Arena. Er verbrachte seine letzten Tage in einer Wohnung am Santa Monica Boulevard im MacArthur Park und wurde zu einer bemerkenswerten Attraktion auf den Straßen von Hollywood. Er besuchte den See mit seinem Vormund, fütterte die Tauben und Enten und trat für alle auf, die vorbeikamen. Leider. Schlitze starb am 24. September 1971 im Alter von 71 Jahren an einer Lungenentzündung im Fountain View Rekonvaleszentenheim. Seine Sterbeurkunde führt seinen offiziellen Namen als Schlitze Surtees auf. Und sein Geburtsjahr 1901. Er wurde in einem unmarkierten Grab auf dem Queen of Heaven Cemetery and Mortuary in Roland Heights, Kalifornien, beigesetzt. Aber 2007 nahm ein Fan eine Sammlung auf, um einen Marker an seinem Grab anbringen zu lassen. Auf Wiedersehen, Schlitzie.